überlegt, dass wir das Mikro heute öffnen wollen für euch. Für jeden, der was sagt. Auch hier und meine ganzen wundervollen Kollegen von der Seebrücke. Und wir finden es sehr schön und solidarisch und toll von euch, dass ihr heute hier aufgetaucht seid, um eure Stimme zu erheben, um Präsenz zu zeigen und um zu zeigen, dass es so nicht geht. Wir können nicht glauben, dass wir protestieren müssen, damit Menschen nicht ertrinken. Und das muss man an sich rankommen lassen. Man muss was tun, man muss die Stimme erheben und man muss Präsenz zeigen. Nur Druck schafft Bewegung. Wir müssen was tun. Bei der Überfahrt, jeder sechste Mensch, der überfährt, der das Meer überquert, der das Mittelmeer versucht, in einem Schlauchboot oder ähnlich wetter- und seestabilen Booten zu überschreiten, der wird ertrinken. Viele sind überhaupt nicht zählbar. Die Feststellung, dass nicht so viele aktuelle... Was mir aber heute schon gefallen ist, die nicht anwesend sein kann, aber die irgendwie doch sehr anwesend ist. Ihr hört jetzt einen Audiobeitrag als Redebeitrag von Carola Rakete. Alles klar, spiel ab. Hallo, ich bin Carola, die Kapitänin der Sea-Watch 3. Vor genau einer Woche bin ich mit meiner Crew in einen italienischen Hafen eingelaufen und habe die 40 Gerettungsmissen, die ich an Bord hatte, in Sicherheit gebracht. Ich wurde daraufhin festgenommen und unter Arrest gestellt. Das Schiff ist nach wie vor zur Beweissicherung beschlagnahmt. Ich selbst bin mittlerweile freigelassen worden, aber die Ermittlungen gegen mich laufen weiter. Als ich aus dem Arrest entlassen wurde und das erste Mal die Nachrichten lesen konnte, war ich extrem positiv überrascht von eurer Solidarität und eurem Zuspruch. Gerade gestern haben zwei weitere Schiffe Menschen aus Seenot gerettet. Es gibt 60 sogar aufnahmebereite Städte und Kommunen in Deutschland. Man kann von der Bundesregierung... Das ist wirklich viel. Wir danken Deutschland und dem deutschen Volk wirklich. Und ich weiß nicht, was ich reden soll, aber das war... Ich wünsche mir bei solchen Demonstrationen mindestens den halben Anteil von Menschen, die geflüchtet sind. Und ich wünsche mir gerade in einem solchen Forum Form der Verständigung. Also bitte mehr davon.